Also mein Name ist Jutta Meurer. Ich arbeite hier am Empfang seit Anfang 2015. Wir empfangen Gäste, Aussteller, Lieferanten, Besucher, Gäste des Hauses, der Geschäftsleitung, und wir helfen dann, erklären, wohin sie gehen müssen, wie sie aufs Gelände kommen. Wir helfen bei Parkausfahrten. Wir helfen, wenn die Gäste ihren Bus suchen, die U-Bahn suchen, also in jeder Lebenslage. Also wir haben schon mehr zu tun, natürlich, wenn Messe ist. Wir haben aber auch vor allem vor den Messen viel zu tun, wenn die Aufbauphase beginnt und läuft, weil dann auch viele Aussteller hier zu uns kommen mit Fragen. Ja, dann wird eben überlegt, wohin schicken wir die Damen und Herren, wie können wir ihnen weiterhelfen. Und das ist oft sehr arbeitsintensiv. Es gibt Gäste, die kommen mit sogenannten Standardanliegen. Wo finde ich eine Toilette? Wie komme ich aufs Messegelände? Wo finde ich den Bus in die Stadt? Die U-Bahn-Station? Wo fährt der Parkplatz-Shuttle ab und so weiter? Oft können wir natürlich sofort helfen, aber manchmal müssen wir uns etwas überlegen. Wir müssen Kollegen kontaktieren, wir müssen viele Anrufe tätigen, um eine Lösung anbieten zu können. Und meistens klappt es. Und die Kollegen sind sehr hilfsbereit im Haus. Und ja, also bis jetzt haben wir eigentlich jedem helfen können. Mir macht die Arbeit unheimlich viel Spaß. Das ist eigentlich so der Job, wo ich wirklich sagen kann, dass ich ihn sehr, sehr gerne mache. Ich habe sehr nette Kollegen, Kolleginnen natürlich auch. Und ja, ich komme einfach mit Freude zur Arbeit. Das muss ich so sagen. Und dann lächelt man schon automatisch. Also ich hatte Dienst den letzten Tag im Aufbau vor der Prowein. Dann hatten wir Italiener hier, Aussteller, die kamen mit einem großen Anhänger voller Lebensmittel, weil die haben eine halbe Halle gemietet und ganz viele Kollegen mitgebracht. Und die wollten mit diesem Anhänger, mit den Lebensmitteln, die Kollegen auch verpflegen. Jetzt sind diese Aussteller etwas zu spät angekommen und es war schon Wochenende, es war schon Abend, und wir haben niemanden erreicht, der diese Steckdose, die diese Aussteller gemietet hatten, freigeben konnte. Und dann habe ich wirklich ganz, ganz viele Leute angerufen und habe mit dem Hallenmeister der Halle eine Lösung gefunden. Diese Herrschaften konnten dann ihren Container, also ihren Anhänger, dort einstecken bis zum nächsten Tag. Also die waren so glücklich, weil das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Die sind dann auch am nächsten Tag vorbeigekommen, haben sich sehr nett bedankt.